kann unter Wasser essen. Geh weg da. Wo kommen jetzt die her? Das ist ja... Hoppala. Kommt der jetzt her? Darf man den Enderman nicht ansehen. So. Huch, da fliegt was herum. Naja, schmerzt sich nur selber. Dämlich. Es wird wenigstens hell wieder. Hm? Oh. Ich habe ganz offensichtlich eine Rose aufgesammelt. Ja, du hast mir gerade noch gefehlt. Etwas Konzentration muss man nicht wieder eingehen, ich hasse das. Ich hasse das. Ein Thema, aber mir fällt gerade nichts ein. Oh nein. Gut, meins. Oh nein. Gut, meins. Au. Scheiße. Ich dachte, ich brauche nur viermal hauen. Kann sich auch nicht entscheiden. Hm? Bis hin. Naja, hat mir wenigstens ein bisschen beim Abbauen geholfen. Boah. Hä? Achso. So. Hä? Ja, mit der Axt. Ganz tolle Idee. Ja, seit gestern ist eigentlich nicht wirklich was passiert. Gestern war ich ja schon mit meiner Serie fertig. Ich habe mir ja gekauft gehabt,
Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. Da hat gerade jemand genießt. Hoppala, Buffy. So was, verputzelt. Da oben geht irgendwer. Das macht mich nervös. Es fällt gleich wieder ein Creeper auf meinen Kopf. Hm. Zweite Staffel war das. War, opa. Die liegt sich auf meinen Zehen. War nicht schlecht. Es ist zwar etwas verwirrend. Die erste Staffel hat mir besser gefallen. Ja. Oh, ich kenne Schlimmeres. Ja, sonst gibt es momentan eh keine Serien für mich. Die nächste, von der ich weiß, ist Sherlock. Die kommt Ende des Jahres. Ich hoffe zwischendrin, also auf DVD. Ich hoffe zwischendrin kommt noch Dragons. Weil die eine Staffel, die aktuellere, also die es noch nicht auf DVD gibt, die ist jetzt ein Jahr. Also die ist vor, ich glaube morgen vor einem Jahr rausgekommen. Das erste Mal im Pay-TV, Netflix und so. Aber Netflix brauche ich nicht. Ich will nicht dafür zahlen. Ich will mir eine DVD kaufen. Das ist was Handfestes, ich bin noch so altmodisch. Ja, weil wenn ich dann Netflix einmal mir nicht mehr leisten kann, also kann ich momentan, ich glaube ich nicht, aber wenn ich das nicht könnte, dann sind halt die ganzen Sachen weg. Das ist doof. DVD nicht. Das ist nur weg, wenn das Haus abbrennt. Was ja hoffentlich nicht passiert, weil dann sind die Tiere auch weg. Und dann bin ich auch weg. Ja. Ab nächsten Monat geht es dann mit erst einmal mit der Berufsberatung voran. Also die schauen einmal, da werde ich beraten, hoffentlich, was für Berufe für mich in Ordnung, also in Frage kämen. Ja. Hoffentlich ist das besser, wo ich jetzt bin. Das ist ja furchtbar. Hat Kaiser, sie meldet sich, sobald sie was weiß. Nix gemeldet. Oh, das ist schlecht. Hat sich nicht gemeldet. Sie hat mir erst gesagt, dass ich da war. Und das braucht man nicht. Da haben wir schon alles mitgenommen. Ich muss was essen. Karotten sind schneller weg. Ja. Naja, schauen wir mal, ob ich es zusammenbringe. Mein Ziel wäre es ja, also Tierheim geht ja eh nicht. Wegen meinem Rücken, das ist wieder zu anstrengend. Da hätte ich gleich Heimhilfe weitermachen können. Aber ja, mein Ziel ist es, ich möchte einen Bürojob, wo ich bevorzugt Hunde mitnehmen darf. Angeblich wird das mit zwei Hunden unmöglich. Ich hoffe ja nicht. Ja. Das heißt, ich werde mal meinen dritten Hund auf die Warteliste ziemlich weit hinten anstellen. Ja, ich hätte gerne noch einen dritten Hund. Einen, der vielleicht besser zu Ribi passt. Weil die Buffy ist halt seine Verspielte und die Ribi, die Buffy ist halt der Ribi zu grob. Machen wir das weg. Sand ist wichtiger. Und ich hätte gerne noch irgendwas Zurückhaltenderes für die Ribi. Aber die Buffy kann eh mit mir spielen. Die Ribi kann halt nicht wirklich mit mir spielen, weil die fürchtet sich ja. Ja. Sie spielt zwar mit der Buffy, aber die wird halt irgendwann zu grob. Das ist das, wieso ich sie auch nicht bei den Kleinen drüben, also bei Meerschweinchen, alleine lassen kann. Die Kaninchen sagen ihr eh, wenn sie ihnen nicht mehr passt. Da schnuffel ich eh. Der fährt dann eh hin. Beziehungsweise merkt sie Buffy schon vorher. Ich sehe ihm das auch schon vorher an, wie nach grantig ist, bevor er herfährt. Das ist die Kunst der Tierkommunikation. Da gehe ich übrigens auch am Sonntag wieder hin, hoffentlich. Ich muss nur noch fragen, wie viel Geld ich mitbrauche. Ist nicht billig. Aber die letzte, also die erste Sitzung, erste und letzte Sitzung, vorerst, also ich gehe am Sonntag wieder hin, hat mir schon ziemlich weitergeholfen. Sind auch alle nett.
die dort waren. Die Dame, die das macht, die versteht mich. Die erste Person, die mich versteht, weil die als Tierkommunikateurin, als Tierkommunikations-irgendwas, kann man sich ja in andere hineinversetzen. Und das kann ich ja eh schon länger, nur halt nicht gezielt. Und ich möchte das jetzt trainieren, dass ich das gezielt kann. Und Tierkommunikation heißt nicht, dass man jetzt mit denen so vermenschlicht redet, so hallo, wie geht's dir? Und die sagen einem gut oder schlecht, sondern das spürt man. Also das ist, da hat man dann dieses Gefühl, ah, denen geht's nicht gut. Wieso? Und das muss man dann halt herausfinden, indem man nachhakt. Aber so richtig kommunizieren über menschliche Sprache, nix. Das haben leider die Menschen verlernt, dass man auf dieser anderen Ebene kommuniziert. Jeder, der das kann, ist abnormal in der menschlichen Gesellschaft. Ja, das will ja heutzutage keiner mehr. Jeder möchte den eigenen Vorteil, jeder möchte über Nacht reich werden. Die anderen bleiben halt auf der Strecke, ist mir egal. Aber wenn man bei denen die Gefühle spüren würde, könnte man das natürlich dann nicht mehr. Deswegen bin ich auch immer so nett. Meistens. Außer ich bin sauer. Aber mich kann man nicht so leicht. Also bestimmte Sachen reizen mich leicht, aber sonst kann man mich eigentlich nicht besonders leicht reizen. Aber wenn man sein Kaninchen 2 Jahre lang in einer kleinen Holzbucht hält, ohne Licht, ohne Sonne, ist ja von mir aus, wenn man seine Tiere im Keller hält, was ich auch nicht so prickelnd finde, das habe ich nämlich selber gemacht. Dann muss man aber zumindest schauen, dass man eine richtige Lampe hat. Es gibt UV-Lampen, die im Sonnenlicht nachahmen. Das ist wichtig. Weil genau deswegen hat ja der Fibotec den Blasengrieß. Das mit der Verstopfung habe ich schon gehört, dass es sein kann, dass es wegen der schnellen Futterumstellung passiert sein könnte. Aber das mit dem Blasengrieß, das ergibt Sinn, weil das tut ja scheiß weh, wenn man das hat und dann Haaren ablässt. Das ist wie eine Blasentzündung. Jeder, der mal eine Blasentzündung hatte, weiß, wie schier das ist. Und wenn man Schmerzen hat, isst man weniger. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Deswegen nehme ich ja nicht zu. Jetzt nicht unbedingt nur deswegen, aber... So, habe ich jetzt da wieder... Was ist da? Hoppala. Ja, aber ich habe halt auch wirklich überhaupt keinen Hunger. Ich esse nur, weil ich es muss. Und ich würde auch gerne mal wieder essen, weil ich es möchte, weil ich Hunger habe. Aber meistens, wenn ich Hunger habe, dann trinke ich was. Ich kann das schon gar nicht mehr auseinanderhalten, Hunger und Durst. Das ist irgendwie ziemlich verschmolzen. Wieso kann ich jetzt schon wieder... Geh weg, Erde. Ja. Oh, es hakelt schon wieder. Internet haben wir immer noch keinen, schade. Das möchte ich mir mal angucken. Habe ich alles nicht. Rosa Wolle. Das ist viel zu einfach auf einmal. Ja, ich muss halt zuerst, glaube ich, Steinwerkzeug machen und dann Eisenwerkzeug muss ich das nächste Mal reinhauen. Ja, das ist toll. Hä, hey, wieso? Ich hab doch Fackeln. Und Karotten hätte ich theoretisch auch. Aha. Interessant. Okay. Wenn einem eine Zutat fehlt, dann wird einem alles angezeigt, das was nicht hat. Das ist ja doof. Kann man das ordnen? Ich mag das voll nicht, wenn das so ungeordnet ist. Da, der Andesit gehört eigentlich vor. Zum polierten Andesit. Zum polierten Diorit. Granit. Das ist der Andesit. Ah, weil man den aus Diorit und Bruchstein machen kann. Okay, das ergibt Sinn, ja. Oh, ich glaube, wir sollten vielleicht doch wieder langsam rüber. So. Werden wir mal ausladen, bevor wir wieder eingehen und alles weg ist. Das ist so macht einen gar nicht nervös. Ja.
Ja, aber zurück zu dem Thema wegen Beruf. Ich hätte wahnsinnig... das sind viele... Jetzt wollte ich Quallen sagen, Tintenfische. Das sind viele Tintenfische. Nee, ich wünsche mir, dass ich einen Job finde, wo ich meine zwei Würstels mitnehmen kann. Dann wäre ich nämlich nicht mehr so auf meine Mutter angewiesen. Dann könnte ich auch... Oh, das Wetter. Dann könnte ich auch aus Wien raus, was ich ja eigentlich möchte. Ich möchte ja nach Niederösterreich. Das geht halt nicht, weil die zwei können nicht alleine sein. So, das weg. Ich brauche ein Schild. Ich will wissen, wie man ein Schild macht. Das ärgert mich. So. Das gehört daher. Dann haben wir das daher. Nein. Ja. Wir nehmen zwar mit zum Einschmelzen. Ich werde jetzt Erde wegschmeißen, wenn mir reicht's. Okay. Machen wir vielleicht die Kiste voll. Ja. Halt. Nein. Nein. Ja. So. Wenigstens ein paar Erfahrungspunkte so. Holz, tierische Nahrung. So. Steak. Hammelfleisch. Verrottetes Fleisch. Knochen gehört, glaube ich, runter, ja. Muss man nochmal rauf, weil ich doof bin. So, hier haben wir das da. Das ist der polierte. Hier haben wir das weiße Zeug. Da wäre dann das polierte und dann haben wir das rote Zeug. Ja. Nur zwei Stacks. Hat sich ja noch nicht wirklich gelohnt. Knochen. Spinnfäden. Blümli. Blümli das. Blümli das. Fertig. So, okay, wenn die schon Karotten da haben. Ja, ja, der Creeper. Weißt du, was du kannst? Da steht so keiner im Fenster. Ja, ja. Er kommt hier nicht rein. Hab alles abgeschottet, alles abgeriegelt. Nein, also. Ja, das Haus, da muss ich auch noch fertig machen. Ich möchte aber zuerst einmal mit der Brücke anfangen. Und den Hafen hier. Brücke und Hafen. Für die Brücke brauche ich Stein. Hafen muss nicht unbedingt aus Stein sein. Wobei ich den Boden schon gerne aus Stein hätte. Rundherum ist mir wurscht. Wurscht. Käse. Ganz schön viel Karotten. Jetzt haben wir Erdäpfel. Wie in Deutschland Kartoffeln heißt. Aber bei uns Erdäpfel. Also Österreich. Wäre interessant, wie heißen die eigentlich in der Schweiz? Habe ich irgendjemanden, der aus der Schweiz da ist? Und mir sagen kann, wie Kartoffeln oder Erdäpfeln in der Schweiz heißen? Oder Bayern?
Sagen die Bayern auch Erdäpfel oder Kartoffeln? Das wäre auch interessant. Ja. Nein, wir essen keine Erdäpfel roh. Rohe Erdäpfel sind giftig. Sowohl für Mensch als auch für Tier. Deswegen verfüttern wir keine rohen Erdäpfel. Kochte sind in Ordnung für Menschen. Und als Winterfutter oder als Peppelfutter für nicht diabetesgefährdete Tiere. Also Degus glaube ich nicht. Peppeln habe ich keine Ahnung, ich glaube aber auch nicht. Weil Erdäpfel enthalten halt Stärke und das wandelt der Körper zu. Nein, wir essen keine rohen Erdäpfel. Was für ein nerviger Typin. Ich bin ja kein Drache mehr. Ich bin Typin mit roten Haaren. So.